Tag 23. Heute widmen wir uns nach unserem Flow dem Göttlichen, das heißt The Divine. Was bedeutet Göttlichkeit für dich und wie kannst du es vor allem in dir finden? Denn wir sind Teil des großen Ganzen, wir sind Teil von Gottes Schöpfung und deshalb schlummert es auch in uns. Lass uns erstmal auf die Matte springen für eine ganz besondere Pose, die Camel Pose, das Kamel, wo wir unser Herz öffnen, uns ergeben und ganz viel Spaß haben, hoffentlich beim Flow. Bis gleich auf der Matte. Hi, ihr Lieben! Willkommen im Norden! Ich freue mich so sehr. Viertes Kapitel unserer Reise. Und heute beginnen wir mit Rückbeugen und Inversionshaltungen. Erstmal heute Rückbeugen, also noch keine Panik. Was braucht ihr heute? Ihr braucht einen Block oder eine Rolle oder ein Kissen. Wir beginnen nämlich, ich mache das mal vor und ich bleibe dann gleich liegen. Ihr dürft gerne dann auf Stopp drücken und euch alles holen, was ihr braucht. Wir nehmen unseren Block und wir setzen uns auf unseren Po und wir werden jetzt so anfangen, du kannst natürlich auch ein Kissen haben. Das sollte da, wo dein BH-Strap ist, also liebe Männer, ihr wisst genau wo, solltest du diesen kleinen Lift bekommen in deinem Oberkörper, sodass du das Gefühl hast, okay, dein Oberkörper wird richtig lang. Du kannst dann hier ein Kissen, eine Blackroll nehmen und ein Kopfbetten, damit das für deinen Nacken angenehm ist. Und jetzt solltest du das Gefühl haben, dass dein Brustkorb richtig sich öffnet. Wir bleiben hier nicht lange in dieser Pose. Probiere es mit mir, hier ein bisschen zu verweilen. Und ich gehe jetzt davon aus, dass du dir alles geholt hast, was du brauchst. Dann darfst du deine Knie aufgestellt lassen und hier einfach mal jetzt in deinen Oberbauch und in deinen Brustkorb einatmen. Deine Arme liegen ganz entspannt neben dir. Du atmest lang und vollständig ein und lang und vollständig aus. Wie gesagt, hol dir gerne was, was du unter deinen Kopf noch legen kannst, damit du das Gefühl hast, du bist gestützt und du holst dir hier nicht einen Nackenschaden. Wunderbar. Wir bereiten unsere obere Wirbelsäule hier bereits drauf vor, auf unsere kleine Rückbeugen-Session. Leider, wenn wir unachtsam in Rückbeugen gehen, uns also unachtsam nach hinten lehnen, dann übernimmt unsere Lendenwirbelsäule über 80%, sogar noch mehr unserer Rückbeuge. Und da freut die Lendenwirbelsäule sich nicht so drüber. Unsere Lösung ist es, die Wirbelsäule ein bisschen gleichmäßiger zu biegen und deshalb mehr mit der Mittelpostur, also der Brustwirbelsäule zu arbeiten. Ich muss euch jetzt was auf Englisch sagen. Mit eurer Brustwirbelsäule zu arbeiten. Und hier dehnen wir schon langsam ganz passiv vor. Wenn du dich traust, darfst du mal deine Beine auch nach unten gehen lassen, nach unten ausstrecken, um einfach hier kurz zu ruhen. Fühl mal rein, wie sich das anfühlt. Und jetzt beobachte mal deinen unteren Rücken mit ausgestreckten Beinen. Fühl einfach mal rein, wie der sich jetzt anfühlt. Wenn du so empfindlich bist wie ich im unteren Rücken, dann fühl jetzt mal rein, was der Unterschied ist, wenn du jetzt den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule ziehst. Beobachte mal, wie sich der Druck verändert in deinem unteren Rücken, wenn du die Bauchmuskeln mit einsetzt. Sehr schön. Stell deine Beine langsam wieder auf, behalte gerne die Bauchmuskeln angespannt. Wichtigste Message, die ich dir geben kann, bitte behalte in deinen Rückbeugen die Bauchmuskeln angespannt. Das heißt, in Form von Bauchnabel nach innen oben ziehen, unterstützt du hier deinen unteren Rücken. Auf keinen Fall möchtest du einfach loslassen und dich nach hinten legen. Sehr schön. Atme mal ein. Wenn du möchtest, nimm die Hände über Kopf und greif mal den gegenüberliegenden Ellenbogen. Aber Achtung, das ist recht intensiv. Jetzt merkst du hier die Dehnung in deinen Schultern und du merkst, dein Schulterblatt hat die Richtung verändert. Ganz wichtig für uns, in unserer Rückbeuge auch maßgeblich beteiligt ist die Ausrichtung des Schulterblattes. Klar, sonst habe ich keinen Platz auf dem Rücken, um meine Rückbeuge zu finden in der Brustwirbelsäule. Nimm einen tiefen Atemzug ein. Und mit dem Ausatmen ganz langsam nimmst du die Hände neben dein Gesäß, ziehst den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule und jetzt roll mal das Kinn gegen die Brust, sodass du richtig aus den Bauchmuskeln nach oben kommen kannst. Wir kommen in unseren Schneidersitz und legen den Bock zur Seite, aber griffbereit, sodass du den später hast.
Action. Katzenkuchen, Schneidersitz. Atme ein. Öffne dein Herz nach vorne. Atme aus. Komm in deinen Katzenbuckel. Auch hier Bauchnabel gegen die Wirbelsäule. Einatmen in deine Kuhposition. Und ausatmen in deinen Katzenbuckel. Einatmen in deine Kuhposition. Und ausatmen in deinen Katzenbuckel. Einatmen in deine Kuhposition. Mit dem Ausatmen wiege dich nach vorne, komm auf alle Vieren, wie ich am Ende der Matte bist, dann dreh dich einfach um. Handflächen unter die Schulter, Knie unter die Hüften. Atme ein in deine Kuhposition. Atme aus in deinen Katzenbuckel. Lass uns kurz darüber sprechen, was sich in deiner Rückbeuge unangenehm anfühlen könnte, während du hier die Wirbelsäule mobilisierst. Lass den Atem weiter tief gehen. Der Druckpunkt, den du manchmal im unteren Rücken empfindest, das könnten deine Dornfortsätze sein, also der hintere Wirbelfortsatz, der aufeinander drückt, ja, und dann wird das unangenehm. Der Gedanke, dass Rückbeugen schädlich sind für unsere Bandscheiben, ist so nicht korrekt. Stattdessen entsteht durch die Rückbeuge Platz in deinen Bandscheiben und durch den Rundrücken drückst du auf deine Bandscheiben. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir quetschen die Bandscheibe aus durch den Rundrücken im Katzenbuckel und dann atmen wir ein, kommen in unsere Rückbeuge und die Bandscheibe, wie ein Schwamm, zieht sie neue Nährstoffe auf. Das heißt, das Zusammenspiel von Rückbeuge und Vorbeuge ist sehr wichtig für unsere Wirbelsäule. Das heißt, bitte nicht die Rückbeuge verteufeln. Sehr schön. Mit deinem nächsten Ausatmen komm noch einmal in deinen Katzenbuckel, räum vor dir alles weg, was dich stören könnte. Atme ein, komm in deine Kuhposition und jetzt lehnen wir uns nach vorne, Brustkorb, Kinn auf die Matte. Atme ein und atme aus, komm flach auf den Rücken. Sehr schön. Wir bereiten unsere Wirbelsäule vor, nehmen unsere Hände neben unseren Brustkorb, große Zehen drücken auf den Boden. Atme ein, zieh den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule und jetzt ohne deine Hände zu benutzen, hebst du den Oberkörper an. Also aktive, eigene, muskuläre Cobra-Pose. Wir machen das 5-mal. Einfach pulsieren mit deinem Einatmen anheben, mit dem Ausatmen ablegen. Und dann merkst du schon, dass dir deine Rückenmuskulatur langsam ins Tragen kommen und dass das mitunter gar nicht so weit hoch geht, wie wir uns in unserer aktiven Cobra-Pose reinzwingen. Sehr schön. Atme aus. Wunderbar. Nimm deine Hände auf deinen Rücken und wir verschränken die Finger an unserem Kreuzbein. Wichtig, atme ein, zieh die Schultern zu den Ohren, nach hinten und nach unten. Und jetzt mit deinem nächsten Einatmen, darfst du die Hände nach hinten ziehen, Schritt 1. Atme aus, spanne den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule, atme ein, vielleicht noch ein bisschen höher. Atme aus, mit dem Einatmen hebst du die Beine mit dazu an und kommst in deine Heuschrecke, Shalabhasana. Tief einatmen und aus, noch 2. Tief einatmen. Und aus. Letzter langer Atemzug ein. Mit dem Ausatmen löst du langsam wieder, kommst zurück nach unten und löst die Hände wieder und bringst sie neben dir. Sehr schön. Nächster Schritt. Nimm deine Hände weit nach vorne, atme ein. Atme aus, zieh die Ellenbogen unter deine Schultern. Den kennst du schon, die Sphinx-Pose. Diesmal ist unser Fokus, die mittlere Wirbelsäule vorzubereiten. Drück raus aus den Schultern, atme ein, zieh den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule. Jetzt zieh deine Hände nach hinten, um diesen schönen Stretch im vorderen Oberkörper zu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt gerade mit Kraft gearbeitet und jetzt arbeiten wir mit Dehnung. Versuch mal, deine Schulterköpfe, wenn die jetzt gerade nach vorne fallen, ob du deine Schultern nach hinten öffnen kannst, wie als ob du die Schultern hinterm Rücken zusammenziehst. Atme noch einmal ein und mit dem Ausatmen komm langsam nach unten. Sehr schön. Wir kommen in unsere Pose. Mir fehlt immer der Name für die Pose. Sorry. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich sag's euch in den Kommentaren. Okay. Nimm die Hände neben deinen Brustkorb, atme ein, zieh den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule, komm in eine Art Babykobra und jetzt legst du deinen rechten Ellenbogen vor dich, um hier reinzudrücken und die Schulter lang zu lassen. Bauchnabel bleibt dran. Atme ein, heb dein hinteres Bein an und jetzt greifst du mit der linken Hand nach hinten und drehst die Fingerspitzen nach vorne. Bauchnabel bleibt aktiv. Drück deinen Fuß in Richtung deiner Pobacke und vielleicht sogar ein bisschen seitlich außen vorbei und dein Fuß drückt in deine Hand. Und jetzt merkst du hier den aktiven Stretch. Rausdrücken aus der rechten Schulter. Dein rechtes Bein bleibt aktiv. Entweder spitzt du die Fußspitze an oder du pointest die Füße, ist auch noch. Noch 2.
Tief einatmen, ganz aktiv bleiben, Bauchnabel bleibt dran. Noch einmal tief einatmen. Und mit dem Ausatmen noch einmal den Fuß vielleicht ein bisschen neben die Pobacke führen und langsam zurück nach unten kommen. Sehr schön. Atme ein, nimm die Hände neben deinen Brustkorb, Baby-Cobra. Atme aus, linker Ellenbogen vor dich. Atme ein, rechtes Bein kommt nach oben. Du greifst mit der rechten Hand nach hinten und bringst die Fingerspitze so, dass die nach vorne zeigen, dein Ellenbogen zeigt dadurch Richtung Himmel. Drück deinen hinteren Fuß in deine Hand und dein Arm drückt den Fuß so ein bisschen gegen deine Pobacke und ja, vielleicht ein bisschen nach außen. Bauchnabel spannt gegen die Wirbelsäule, um den unteren Rücken hier zu stützen. Und du kannst dich richtig rausdrücken aus der linken Schulter. Je höher du dich rausdrückst, desto weniger Rückbeugen bekommst du. Aber eventuell auch wird der Stretch auch weniger. Noch zwei tiefe Atemzüge. Letzter Atemzug ein. Und mit dem Ausatmen drück den Fuß noch mal ein bisschen gegen die Pobacke und lass ihn dann langsam nach unten kommen. Sehr schön. Mach den kleinen Stapel aus deinen Händen. Wackel ein bisschen mit dem Popo. Und jetzt arbeiten wir mit unserer wunderbaren Cobra-Pose. Leg die großen Zehen auf der Matte ab. Nimm die Hände neben deinen Brustkorb. Atme einen Bauchnabel gegen die Wirbelsäule. Baby-Cobra. Zieh die Hände nach hinten, sodass dein Brustkorb nach vorne kommen kann. Erinnere dich dran, wie weit du gekommen bist aus deiner aktiven Cobra. Und geh maximal 15 Grad höher vom Winkel her. Letzter Atemzug ein. Mit dem Ausatmen komm nach hinten in deine Kindspose, nimm die Zehenspitzen zusammen, mach die Knie weit und erlaub dir hier die Wirbelsäule zu neutralisieren. Fühl nach, hast du jetzt einen Druck im unteren Rücken? Wie kannst du dich unterstützen, dass dieser Druck nicht stärker wird? Wäre zum Beispiel Bauchmuskeln gegen die Wirbelsäule ziehen oder einfach nicht so tief in deine Rückbeuge gehen. Beachte das jetzt, wenn wir in unseren kleinen Camel Pose Flow gehen. Sehr schön. Mit dem nächsten Einatmen nimmst du die Hände weit nach vorne. Mit dem Ausatmen kommst du im Katzenbuckel nach oben. Schließ die Knie unter dir. Atme ein in deine Kuhposition. Atme aus. Setz dich nach hinten zu deinen Fersen. Sehr schön. Atme ein, nimm deine Hände ganz nach oben. Atme aus. Jetzt heben wir unser Gesäß nach oben. Und zwar aus den Oberschenkeln raus. Atme ein, Hände nochmal ganz nach oben. Atme aus, Hände zum Herzen. Verschränk die Finger, dreh die hinteren Zehenspitzen runter und schieb die Hände vor dich. Wir machen jetzt kleine Jogbacks, die brauchst du gleich für deine Camel Pose. Lass dein Becken gerade, kleine Beyoncé-Popo, Bauchnabel zieht gegen die Wirbelsäule und wir legen uns nach hinten. Und dann helfen wir uns wieder nach oben. Sehr schön. Wir machen 10. Also noch 9. Dann ausatmen und lehnt sich nach hinten. Dann einatmen wieder nach oben. Mach das langsam und gewissenhaft. Diese Kraft im Oberschenkel brauchen wir gleich für unsere Camel Pose. Kamel. Sehr schön. Ich habe noch 6. Und noch 4. Ganz gewissenhaft. Bleib dran. Konzentriere dich auf deinen Atem. Konzentriere dich auf deine Oberschenkel und es darf wirklich ein bisschen biezen. Also es soll wirklich warm werden. Noch 2. Wenn man mal irgendwann mal durchzählt, wie oft ich in den Videos gesagt habe und wie viel ich tatsächlich gemacht habe, ich glaube, die Diskrepanz ist groß, macht gar nichts. Nimm die Hände an deine Hüfte, atme ein, mach dich lang, atme aus, komm runter von den Zehenspitzen, komm nach hinten in deine Kindspose. Wir fließen weiter. Atme ein, mit deiner Hände weit nach vorne. Atme aus, komm mit dem Katzenbuckel nach oben. Atme ein, in deine Kuhposition. Atme aus, dreh die Zehenspitzen unter. Schieb nach hinten und nach oben in den Downward Facing Dog. Schüttel dir die Beine ein bisschen aus. Mit deinem nächsten Einatmen roll dich nach vorne in deine Plank-Position. Mit dem Ausatmen nimm die Knie auf die Matte. Atme ein, in deine Kuhposition. Atme aus, komm nach hinten in deine Kindsposition. Richte dich auf. Atme ein, nimm die Hände ganz nach oben. Atme aus, heb dein Gesäß nach oben. Atme ein, wieder ganz nach oben. Dieses Mal ausatmen, Hände kommen an die Rippenbögen, an die seitlichen Rippenbögen. Wichtig, zieh den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule. Mit dem nächsten Einatmen möchten deine Rippenbögen so weit weg von deinen Hüftjoggen, wie sie können. Das heißt, nicht kollabieren, sondern erstmal Länge finden. Mach dich lang, Schulterblätter nach oben und nach hinten. Mit dem Ausatmen nimm deine Hände an deinen Sakralpunkt,
beziehungsweise an deinem Kreuzbein. Dreh die Zehenspitzen runter. Atme ein. Länge nach oben. Mit dem Ausatmen leichten Dropback. Einatmen wieder nach oben. Komm, wir machen 5. Ausatmen leicht nach hinten lehnen. Blick geht nach oben. Kleine Rückbeuge. Einatmen nach oben. Ausatmen wieder nach hinten. Einatmen nach oben. Und noch 2. Ausatmen nach hinten lehnen. Bleib im Bauchnabel dran. Einatmen letztes Mal. Und ausatmen. Einatmen wieder nach oben. Ausatmen von den Fersen runterkommen. Kindspose. Einatmen, greifen den Fingerspitzen weit nach vorne. Ausatmen im Katzenbuckel nach oben kommen. Einatmen in deine Kuhposition. Dreh die Zehenspitzen unter. Schieb nach hinten und nach oben. Downward Facing Dog. Schüttel ein bisschen die Beine aus. Atme ein, roll nach vorne in deine Plank-Position. Atme aus, Knie auf die Matte. Einatmen in deine Kuhposition. Ausatmen nach hinten kommen und aufsitzen. Dein Block steht griffbereit in deiner Nähe. Stell ihn jetzt mal an die Matte, hintere Matte. Atme ein, nimm deine Hände nach oben. Atme aus, heb dein Gesäß. Atme ein, heb die Hände ganz nach oben. Ausatmen, Hände an deine Rippenbögen. Dreh die hinteren Zehen unter. Nimm dir den Moment, die Länge zu finden, dich hier zu erden und einzustimmen. Und jetzt kannst du hier deinen Block zwischen deine Beine stellen, noch bevor wir in die Rückbeuge kommen. Das ist dann nachher der Ort, wo deine Hände platziert werden könnten. Sehr schön. Atme ein, finde wieder die Länge. Schultern nach oben und nach hinten aus dem Weg räumen, um Platz zu machen für den Brustkorb, Bauchnabel aktiv. Atme aus, nimm die Hände in deinen hinteren Rücken. Atme ein, mach dich lang. Mit dem Ausatmen kommt dieser kleine Dropback wieder. Dieses Mal nimm die Hände auf deinen Block parallel, nicht nach hinten umdrehen, auf den Block oder auf die Fersen, beides in Ordnung. Mit dem Einatmen öffnest du dein Herz Richtung Himmel und lass den Kopf nach hinten gehen. Zieh den Bauchnabel gegen die Wirbelsäule, nimm hier 30 Atemzüge. Wenn es zu krass ist für dich, darfst du gerne eine Stufe davor bleiben, Hände an hinteren Rücken. Ja? Tief durchatmen, noch 2. Deine Rippenbögen sind so weit weg von deiner Hüfte, wie du kannst. Dein Bauchnabel zieht gegen die Wirbelsäule, letzter Atemzug ein. Mit dem Ausatmen entwickeln wir uns zurück, Hände an den unteren Rücken. Bauchnabel spannt an, einatmen, komm nach oben, leg den Block zur Seite. Atmen aus, komm nach hinten in die Kindspose. Sehr schön, eine letzte Runde genauso. Atmen an, die Hände weit nach vorne. Atmen aus, komm im Katzenbuckel nach oben. Atme ein in deine Kuhposition, dreh die Zehenspitzenunterschied nach hinten und nach oben. Downward Facing Dog. Ausatmen. Einatmen, roll nach vorne in deine Plank-Position. Ausatmen, Knie auf die Matte. Einatmen in deine Kuhposition. Ausatmen, Fersensitz. Nimm den Block wieder in die Nähe, gerne jetzt auch schon zwischen deine Zehenspitzen stellen. Atme ein in die Hände ganz nach oben. Atme aus, heb dein Gesäß. Atme eine Hände Richtung Himmel. Atme aus, Hände an die Rippenbögen, dreh die Zehenspitzen unter. Atme ein, mach dich lang, Schulter nach oben und nach hinten ziehen. Platz machen in der Wirbelsäule, Bauchnabel gegen die Wirbelsäule, ausatmen, Hände in den hinteren Rücken. Einatmen, lang machen, ausatmen, leichter Dropback. Hände an den Block oder an die Fersen. Einatmen, Herz nach oben öffnen, Bauchnabel gegen die Wirbelsäule, Rückbeuge, Kamelpose. Wenn du die Fersen zu langweilig findest, darfst du gerne die Hände auf die Matte nehmen. Aber bleib da, wo du atmen kannst. Noch 2. Tief einatmen. Und aus. Und einatmen. Und mit dem Ausatmen entwickeln wir uns zurück. Hände an den unteren Rücken, Bauchmuskeln spannen an, Quads spannen an, komm nach oben, atmen ein. Und atmen außen den Block zur Seite. Kindpose. Drück die Stirn auf die Matte. Atme tief durch, erlaub dir hier zu ruhen und den unteren Rücken zu fühlen. Super gemacht. Und du siehst, wenn du langsam rauskommst aus der Pose, brauchst du nicht nur deine Rückenmuskulatur, sondern vielmehr deine Quads und deine Bauchmuskeln. Nimm noch einen tiefen Atemzug ein und einen langen, wunderschönen Atemzug aus. Evaluiere, wie war das für dich heute? Wenn der Rücken ein bisschen empfindlich ist jetzt, dann heißt das für dich, dass du nächstes Mal vielleicht ein bisschen achtsamer, ein bisschen weniger tief in die Rückbeuge kommst. Vielleicht müssen wir die Bauchmuskeln ein bisschen kräftigen.
Ich hoffe, dir geht's jetzt gut. Nimm noch einen tiefen Atemzug ein hier. Mit dem Ausatmen nochmal richtig die Schultern loslassen. Und dann ganz langsam atmen wir ein, drücken die Hände weit nach vorne und wir lösen unsere Wirbelsäule, atmen aus, kommen in den Katzenbuckel nach oben. Katze-Kuh-Bewegungen, gerne auch kleine Kreise mit dem Becken, sodass du das Gefühl hast, okay, jetzt löse ich wieder die Wirbelsäule für mich. Die Quads, die werden dir ein bisschen Muskelkater machen. In der Regel, ich habe die Stunde, glaube ich, noch kein einziges Mal unterrichtet, wo danach nicht alle gesagt haben, ich habe Oberschenkelmuskelkater. Jetzt hast du, darfst du dich ein bisschen auf was freuen, aber keine Sorge. Wir haben ja noch ein bisschen Bewegung vor uns diese Woche, um das wieder zu lösen. Sehr schön. Mit dem nächsten Ausatmen, du kreuzt die Knöchel, komm nach hinten ins Sitzen. Super. Nimm die Beine vor dich. Wir stellen die Beine wieder, wieder an die Außenkante unserer Matte und wieder Windshield Wiper wieder. In den unteren Rücken hier zu entspannen und das Windshield Wiper trägt uns auf die Matte nach unten, auf der Matte nach unten. Sehr schön. Stell dir deinen Block oder dein Kissen. Ich würde jetzt gerne mit dir den unteren Rücken noch weiter entlasten und dazu kommen wir in die Supported Bridge Pose. Das heißt, die kennt ihr schon. Wir stellen unsere Beine dann langsam wieder auf, laufen die in die Mitte, schnappen unseren Block und dann heben wir langsam unser Gesäß nach oben und legen den unteren Rücken auf die Rolle oder auf den Block, je nachdem, was ihr habt. Versucht bei den verschiedenen Höhen aus. Ich starte immer mit der zweithöchsten Höhe und dann mache ich eine ganz hohe Höhe, wenn die für mich am schönsten ist. Lass die Beine gerne aufgestellt, wenn es sich gut anfühlt. Und jetzt atmen wir hier tief durch. Genießt die Entlastung vom Kreuzbein. Lass die Knie vielleicht ein bisschen nach innen fallen. Erlaubt dir hier tief durchzuatmen und reinzuhören, wie es dir geht. Super gemacht. Erstes Kapitel in unserer Backbend-Serie. Ich freue mich, dass du mitgeflirt bist. Von hier bleib gerne noch ein bisschen liegen. Lass den unteren Rücken entspannen. In einer ganz neutralen Lodose nennt man das, diese Wölbung unter dem Rücken. Und danach kommt nur noch Shavasana. Nimm dir die, brauchst du heute. Und damit, ihr Lieben, sage ich danke, dass ihr mitgemacht habt und bis morgen.